Ja, moin moin. Das Buch hatte ich im Leseschatz schon besprochen. Ich möchte es hier auf Leseschatz.tv aber auch nochmal machen, weil hier ja auch andere nochmal hineinschauen und Sally halt ein guter Freund geworden ist und ich ihr das Buch eigentlich auch nochmal hier zeigen möchte und hiermit tue. Sally Jamal, Vor der Nacht. Erneut ein Roman über Freundschaft, Verlust und Hoffnung. Und es spannt einen Bogen. Viele Geschichten beginnen am Meer oder sie enden dort. So der Anfang. Am Schluss klingt es ähnlich aus. Viele Geschichten beginnen am Meer oder sie enden dort. Die meisten aber handeln davon, ein Land zu finden. Und damit hat man eigentlich schon den Bogen erklärt, worum es in diesem Buch geht. Sally verneigt sich aber auch gleichzeitig vor der Literatur an sich und lässt auch die Literatur immer wieder durch seine Zeilen durchblitzen. Es ist die Geschichte von Jimmy, eigentlich Jonas. Seine Mutter ist verstorben und sein Vater macht etwas aus finanzieller Not heraus und kommt ins Gefängnis und Jonas somit ins Heim. Dort wird ihm der Name Jimmy gegeben. In diesem Heim sind andere Kinder und Jugendliche. Das ist die Geschichte von Lilly, Beria, Sinan, Frei und mir. Und natürlich auch von Ilja Nussbaum, meinem Freund. Ich berichte von Leben, die auf Seelen gelegt worden sind, die dem Leben nicht gewachsen waren. Denn Jimmy schaut als Schriftsteller auf diese Zeit zurück. Er versucht zu reflektieren, zu eruieren, für sich zu klären, was damals passiert ist. Denn diese tröstende, familiäre Gruppe haben ein Zeremoniell. Sie teilen sich immer einen Apfel abends und erzählen sich dabei ihre Geschichten. Dadurch wachsen sie zusammen. Auch die Älteren, besonders einer, der später eine Steinmetzlehre beginnen wird, ist auch körperlich nicht abgeneigt davon, zum Beispiel in der Schule, als Jimmy angegangen wird, auch seine Kraft einzusetzen. Das Heim ist so gelegen, dass in der Nähe eigentlich nur ein Wald ist und eine Autobahn. Und so haben diese Kinder ein Refugium, einen Rückzugsort, der aber wirklich sie auch von der tatsächlichen Welt abtrennt. Und diese kommt auf sie zu, als plötzlich zwei Kinder verschwunden sind. Und jetzt Jimmy als Autor, als reflektierender Mann, versucht, sich dieser Geschichte neu anzunehmen. Ein unglaublich fesselnder Roman, weil man sofort in den Charakteren hineintaucht und die so authentisch geschrieben sind und so plastisch aus den Zeilen herauskommen, besonders der Erzähler Jimmy, dass man eigentlich gar nicht aufhören möchte zu lesen, sich wundert, dass plötzlich das eigene Umfeld etwas vielleicht von einem möchte. Das sei eine kleine Warnung von mir. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Sally, der hier so eine kleine Danksagung zum Beispiel reingearbeitet hatte. Nachdem ich an diesem Abend meine Bücher zwar körperlich anwesend, aber innerlich weit weg und dennoch dankbar signiert hatte, für Barbara, Silke, für Hauke, Markus, Anne, Evelyn und Eva, verließ ich den Veranstaltungsort. Also jener Autor hier, Jimmy, verneigt sich im Namen von Sally bei unter anderem bei mir und dafür möchte ich mich wiederum bedanken. Wer nochmal nachlesen möchte, was ich zu dem Buch geschrieben hat, findet das auf leseschatz.com. Ein großes Werk wieder von Sally und er verneigt sich auch, beziehungsweise er lässt auch sein voriges Werk, zum Beispiel das Perfekte Grau, hier durchscheinen, weil das Perfekte Grau hier auch genannt wird, aber auch auf Cézanne verweist, der mal gesagt hatte, du bist erst Maler, wenn du ein Grau gemalt hast. Und so versucht es Sully hier auch immer wieder, ein perfektes Grau zu finden, weil die Figuren sind niemals schwarz oder weiß. Ich wünsche erlesene Stunden und bis bald.